Guten Morgen, Marco. Hallo. Hallo Katja, guten Morgen. Ich spreche heute mit Marco Prüfer. Er hat vor 6 Jahren das Café Kraft in Berlin im Prenzlauer Berg gegründet, betreibt es seitdem und ist natürlich durch die Corona-Krise und die Schließung sämtlicher Gastronomiebetriebe extrem betroffen. Das Café ist seit einigen Wochen geschlossen und das ist für euch natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation und darüber möchte ich gerne mit dir heute sprechen. Würde mich natürlich interessieren, wie geht's dir, wie geht's euch? Was hat sich verändert? Wie geht ihr mit der Situation um? Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Und vielleicht stellvertretend für so ein paar andere oder so viele Gastronomen und kleine Unternehmer sprechen darf. Klar, es ist eine die Situation, die ist aus dem Nichts gekommen irgendwo. Wir haben zwar alle auch vor 4, 8 Wochen schon die Zeitung gelesen und gesehen, was in China passiert. Aber da war das alles noch so unreal und weit weg. Und dann irgendwann stand es vor unseren Türen und wir mussten alle Schritt für Schritt unsere Geschäfte zurückfahren und den Weg, wie wir irgendwie Geschäft machen. Also irgendwann haben wir nur noch außer Haus verkauft, die Türen zugemacht, keine Kunden waren mehr im Laden. Und irgendwann kam dann auch für uns der Schritt, dass wir gesagt haben, wir machen ganz zu erstmal, weil wir überhaupt nicht einschätzen konnten, wie schlimm wird es noch, inwiefern, also wir sind einfach keine Mediziner, müssen wir jetzt alles mit Handschuhen machen, müssen wir jeden Kaffee mit Mundschutz machen, was ist, wenn einer von uns sich draußen irgendwie in der U-Bahn ansteckt und dann schon eine Woche mit dem Virus in uns drin arbeitet, was passiert dann? Und das konnten wir einfach nicht beantworten, dann haben wir gesagt, okay, erstmal, wir gehen mit der Politik mit und promoten das Stay at Home, bleib zu Hause. Ja. Weil auch, ey, kommt ein Kaffee trinken und Stay at Home war so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es haben immer noch viele Läden offen und ich freue mich auch für die, weil ich habe mir gestern auch draußen beim Spaziergang mal einen Kaffee geholt. Es war eine Wohltuung. Das ist ja wahrscheinlich auch für viele Gastronomen das Einzige, woran sie sich noch klammern können. Ja, viele machen auch Kuchen, Kaffee. Ja. Also wir haben auch Frühstück normalerweise, aber dann so eine Stulle mit Avocado zu verkaufen, glaube ich, würde vielleicht nicht so ziehen, aber als wir noch dieses Außerhausverkaufsmodell hatten, haben wir schon auch fast normal Kaffee und Kuchen verkauft. Also das hat schon eigentlich funktioniert. Von morgens früh bis wann habt ihr normalerweise geöffnet gehabt? Wir haben normalerweise Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18 Uhr, also schon ein langer Tag. Das heißt, ihr habt auch eine Menge Mitarbeiter, um die Zeiten abzudecken. Wie geht's denen? Das ist für mich, das ist schwer, sehr schwer, so da Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung zu tragen für die Mitarbeiter. Wir haben so 8 Aushilfen, glaube ich, ungefähr. Die sind alle auf Stundenbasis angestellt. Das heißt, für die musste ich leider sagen, pass auf, wir haben leider keine Stunden mehr. Viele haben Glück, dass sie einfach irgendwie einen Rückhalt von der Familie haben und jetzt vielleicht auch bei den Eltern gerade sind, sowieso, also weil sie gesagt haben. Studenten auch, junge Leute, viele Studenten. Genau, die sind jetzt zu ihren Eltern auch gegangen, sowieso in der Zeit von der Quarantäne und von zu Hause bleiben. Ja. Spielt uns ein bisschen in die Karten, die warten jetzt alle so ein bisschen drauf, ey, wann geht's wieder los, wann können wir vielleicht wieder nach Berlin, auch zum Studieren, zum Arbeiten. Dann haben wir ein paar Freelancer, die einfach auf Stunden auch Basis arbeiten, denen mussten wir leider auch erstmal absagen. Und 4 feste Leute, mit denen war natürlich das größte, schwierigste. Der eine Kollege ist jetzt auf Kurzarbeit, die andere Kollegin geht sowieso in die Heimat zurück, nach Neuseeland. Ja. Ich hoffe, dass sie noch einen Flieger kriegt, dass das jetzt noch irgendwie funktioniert alles. Nicht einfach, ne. Nicht einfach, ne. Und mit den anderen 2 Kollegen war es, mussten wir irgendwie andere Wege finden, auch aus anderen Gründen. Also es war schwer. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit den Behörden? Also ihr musstet Kurzarbeit beantragen, das scheint auch mal funktioniert zu haben. Dann habt ihr ja auch Anspruch auf Soforthilfen. Wie lief das? Also ich glaube, ich kann stellvertretend für alle Unternehmer sprechen, die nach 1, 2 Tagen Wartezeit Geld auf dem Konto hatten. Also ich hab schon Soforthilfe bekommen. Super unkompliziert. Also die Warteschlange in diesem Online-Tool von der Investitionsbank war zwar riesig, also ich war, glaube ich, auf Platz 150.000. Wow. Aber es hat nur, glaube ich, 2 Tage warten gedauert und dann hatte ich nach 1, 2 Tagen schon Geld auf dem Konto. Es gab ja auch Kollegen, die jetzt offenbar so spät sind, dass man sagt, das Geld ist alle, gerade in Berlin, die jetzt noch weiter gedulden müssen. Also habt ihr Glück gehabt. Genau, es gibt aber 2 Modelle. Es gibt einmal einen zinslosen Kredit. Das haben wir auch nicht gekriegt. Also da war das Geld auch weg, der Pool war aus. Und das zweite Modell war halt Soforthilfe
wie geschenkt und das haben wir bekommen und das ist schon auf dem Konto und ich glaube, da ist jeder dankbar, da hilft jeder Euro. Ja, und wie lange glaubst du, hältst du das durch, wenn es tatsächlich bei der kompletten Schließung bleibt? Wir haben ein bisschen Glück, dass unsere Miete nicht so hoch ist, weil wir einfach wir haben vor 6 Jahren in einem Kiez aufgemacht, an einer Ecke, wo nichts los war. So jetzt nach 6 Jahren, die Leute, die bei uns ins Café kommen, denken, oh, hier ist ja viel los. Dann sage ich immer, ja, vor 6 Jahren war hier gar nichts los. Also wir sind genau in der Mitte zwischen 3 U-Bahn- und S-Bahn-Stationen und in alle Richtungen läuft so 10 Minuten. Also wir sind überhaupt kein Hotspot für Fußgänger. Deswegen ist halt die Miete auch dementsprechend. In Mitte würde man für die Größe vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro zahlen und dann wäre das Geld vom Start nach 1-2 Monaten weg. Also so schaffen wir es vielleicht ein bisschen länger. Auch alleine meine Eltern haben zu mir gesagt, die zahlen 1 Monat Miete. Also das großartig. Ist schon auch eine super süße Aktion, wie immer von meinen Eltern. Deswegen, wir haben Ideen auch und wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Online-Shop relativ schnell auf die Beine gestellt. Also ihr hattet vorher keinen und habt den jetzt gebaut? Genau, wir hatten, also der Corona hat uns so ein bisschen in den Allerwertesten getreten mit Aktionen, die wir sonst vielleicht ich sage mal, wir sind eigentlich ein Offline-Geschäft, wir machen Kaffee und wir machen Kuchen und jetzt sind wir gerade relativ schnell in das Online-Geschäft eingetreten. Also ich habe, glaube ich, in 1-2 Tagen einen Webshop gebaut. Was verkauft ihr denn da? Wir verkaufen T-Shirts, Pullover, Gutscheine, einen digitalen Kaffee, also einen Kaffee, den kein Mensch richtig trinkt, aber den er quasi uns spendet und spenden auch. Und die, wie kommt man an den Shop? Sag mal die Adresse bitte. Kaffee, also cafe-kraft.com. Das reicht eigentlich und dann wird man direkt zum Shop geführt. Ja. Okay. Und ich habe eine Aktion gestartet, weil ich... Genau, den habe ich relativ, also mit so einem Baukastensystem, ich bin kein Programmierer, gebaut und online gestellt, weil ich dachte, ey, ich muss jetzt schnell sein. Es gibt zwar jetzt mittlerweile auch ganz viele externe Webseiten, die uns Unternehmern helfen wollen und Shop-Systeme gebaut haben für Gutscheine. Aber ich habe dann auch mein Netzwerk akquiriert, über Instagram ausgerufen, ey Leute, pass auf, wir Unternehmer gehen gerade alle unter. Und ich weiß doch, irgendwo da draußen sind Illustratoren und Künstler und habt ihr nicht Lust, mir eine Grafik oder irgendwas oder was zu zeichnen unter dem Titel Support Your Local? Ja. Und dann mittlerweile sind es, glaube ich, so 10 Einsendungen von 10 Designern und Illustratoren. Die haben gesagt, hier, nimm das, das ist von mir, für euch, macht damit, was ihr wollt. Die habe ich jetzt wiederum auch auf meine Webseite gestellt und gesagt, das ist ein Open-Source-Projekt, für jeden zugänglich. Jeder kann es nutzen und downloaden. Und habe das dann auch immer so weiter auf Instagram promoted und gesagt, ey, liebes Café, ich weiß, liebes Café in Oldenburg zum Beispiel, ihr habt keine Zeit, weil ihr alle gerade um Kredite ringt, deswegen nutzt bitte meine Grafiken von meinen Freunden, druckt damit Postkarten, T-Shirts, Pullis und verdient ein bisschen Geld und kriegt Geld in die Kassen. Und das habe ich selbst für uns auch gemacht und T-Shirts und Pullis gedruckt und musste sogar schon T-Shirts nachbestellen, weil die Leute wirklich, ich glaube, gerne... Das gerne. Heißt, in den T-Shirts sind diese Aufrufe zu Buy Local und unterstützt euch gegenseitig. Das ist das, was ihr da verkauft. Ach, super. Okay. Genau, also ich habe dann bei meiner Version immer auf die Brust ein Logo von uns gepackt. Ja. Weil das hier vorne steht dann irgendwie Kraft und auf dem Rücken ist dann ein großes Design, wo dann steht Support Your Local. Und ich glaube, für die Kunden ist es, wenn ich irgendwo in einem normalen Bürojob wäre und mein Lieblingscafé, ich kann die unterstützen durch einen T-Shirt-Kauf, denn ich weiß, ey, die verdienen damit was, aber ich habe davon auch was und kann diese Marke und diese Message weiterverbreiten. Deswegen, ich glaube, das ist ein ganz cooles Tool, was ich gerne auch anderen Leuten an die Hand gebe. Ich finde es ja großartig, dass man jetzt in so einer Situation wirklich auf neue Ideen kommt. Du bekommst Unterstützung von Grafikern. Es gibt diesen Shop, den wiederum andere Cafés in auch ganz anderen Städten, ganz anderen Regionen nutzen können, die Kunden können. Ihre Läden, von denen Sie ja auch die große Hoffnung haben, dass es die noch gibt, wenn die Krise vorbei ist, unterstützen. Finde ich super. Wie läuft das denn an? Wird es nachgefragt? Du hast gesagt, du musst jetzt schon T-Shirts nachproduzieren. Das läuft also. Ja. Und der digitale Kaffeeverkauf, wie läuft das? Der läuft auch nicht schlecht. Also letztens hat ein alter Stammkunde, der ist mittlerweile nach Bonn gezogen, hat 10 digitale Kaffees gekauft. Oder 20 sogar. Ich glaube sogar 20. Und ein anderer Stammkunde, der hat gesagt, er kauft jetzt jeden Morgen digitalen Kaffee, der kostet 3 €, das ist so unser Durchschnittspreis, bis wir wieder aufmachen. Ja, großartig. Also, er hat gesagt, ich würde es ja normalerweise auch ausgeben und so unterstütze ich euch über die Zeit. Finde ich toll. Auch mit den T-Shirts, ich habe jetzt, glaube ich, schätzungsweise so vielleicht
80 T-Shirts schon verkauft. Aha. Und wir produzieren heute wieder 10. Wir haben natürlich Support Your Local. Wir haben eine Druckerei in Spandau, die wir unterstützen, die auch kämpfen. Die haben auch, sind auch reduziert von irgendwie 15 Mitarbeitern auf 10 oder 5. Und die haben sich auch über jeden Auftrag gefreut. Ja. Und wiederum auf meiner Webseite sage ich zu den Leuten, die auch keine Druckereien kennen, die diese Kontakte gar nicht haben, habe ich gesagt, ey, ich habe das alles für euch organisiert. Ich habe da schon angerufen. Ihr müsst bloß euer eigenes Logo hinschicken oder euren Wunsch. Und das machen die alles für euch, weil die wissen, wir sind alle in der Krise und haben da jetzt gerade keine Zeit für. Super, das macht ja richtig Mut, wenn ich sehe, was ihr da macht und wie ihr euch vernetzt und wie man sich da gegenseitig hilft und helfen kann. Was heißt das denn auch für dich persönlich? Du hast einen kleinen Sohn, kleine Tochter? Ein Sohn, ja. Kleinen Sohn, fast ein Jahr alt. Sohn, fast noch ein Baby. Und wie läuft es bei euch zu Hause? Wir passen auf uns auf, weil einfach... wir haben also, wenn einer von uns, meine Frau oder ich, krank werden würden und wir irgendwie in die Quarantäne müssten, wäre das halt mit so einem kleinen Sohn, Baby echt schwer. Vor allem, also vielleicht für mich oder wenn ich krank werde, leichter, weil meine Frau natürlich näher am Baby ist als ich, aber trotzdem immer noch furchtbar. Deswegen, wir isolieren uns schon sehr stark. Ja. Einfach jetzt in dieser heißen Phase, wo wir aufpassen müssen, dass wir die Krankenhäuser frei halten. Und deswegen, wir sind zu Hause. Ich würde natürlich meine Finger brennen. Ich würde gerne mehr machen, mehr tun, aber jetzt gerade ist erstmal noch so die neue Situation kennenlernen. Mhm. Aber der Rückhalt, also ich hatte, glaube ich, Glück, dass ich jetzt in dieser Familiensituation bin, weil früher, vor 2 Jahren, 3 Jahren, als irgendwie Single in einer kleinen Wohnung mit einem Café und Verantwortung und dann zu Hause, dann wäre mir, glaube ich, sehr schnell die Decke auf den Kopf gefallen. Deswegen jetzt, ich habe Glück, dass, glaube ich, meine Prioritäten im Leben relativ klar sind und Geld einfach nicht alles ist. Ja, super für dich, freut mich. Es gibt leider so viele andere, die das nicht haben, die, glaube ich, jetzt ganz, ganz harte Zeiten haben, auch noch vor sich haben werden. Und deswegen umso besser, dass du dir Gedanken machst, dass du deine Kollegen unterstützt, auch die anderen Businesses aus der Umgebung, finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Das macht Mut und ich würde mir wirklich wünschen, dass dieser Spirit, der jetzt auch entsteht in dieser Krisenzeit, dass der auch bestehen bleibt, dass davon auch etwas die Krise überdauert und dass vielleicht die Welt dann ein bisschen eine bessere, eine andere sein wird. Das wäre schön. Ich habe noch einen anderen Tipp. Ja, bitte? Ich habe vielleicht noch einen anderen Tipp, weil ich habe eine Metapher gehört von einem Marketing Menschen aus Amerika, der hat gesagt, passiert eigentlich Folgendes, dass wir alle ins 13. Jahrhundert zurückversetzt wurden und wir sitzen alle um ein Feuer. Also damals gab es kein Internet, kein nix. Es gab halt nur ein Feuer und alle haben drumherum gesessen. Und jetzt gerade das Feuer ist quasi das Internet und ihr sitzt alle drumherum und ihr habt eigentlich die Chance, ein Geschichtenerzähler zu sein. Das heißt, es ist jeder Unternehmer, jedes Café muss jetzt eigentlich dieses Feuer nutzen und seine Geschichte erzählen. Ja. Ihr habt jetzt alle vielleicht zu, aber geht raus euer Handy, das kostet euch gar nichts und erzählt euren Kunden, wie habt ihr angefangen? Warum habt ihr diese Stühle gekauft? Wie backt ihr euren Kuchen? Also alle hören euch zu, weil die sitzen alle am Feuer. Das habe ich zum Beispiel auch gestartet, indem ich jetzt einfach auch einen Podcast angefangen habe, einen Kaffeekraft-Podcast. Mhm. Also ich habe probiert, jetzt diese Geschichten zu erzählen, die ich irgendwie jeden Tag im Café mitkriege und die Kunden, die ich treffe. Und mit denen sitze ich jetzt quasi am Feuer und wir erzählen uns Dinge, die ich irgendwie raustragen will, um das meine Kraftwelt irgendwie am Leben zu erhalten. Also du machst den Podcast mit deinen Kunden quasi? Genau, mit meinem Netzwerkkunden, mit Leuten, die ich über das Kaffeekraft kennengelernt habe. Alles klar. Und wo finden wir diesen Podcast, wenn wir ihn hören wollen? Auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen Podcast-Kanälen eigentlich auch. Und sag nochmal den Namen, wie heißt er? Der Kaffeekraft-Podcast. Der Kaffeekraft-Podcast. Genau. Sehr schön. Okay. Wunderbar. Die letzte Folge war sogar mit einer Zukunftsforscherin. Mhm. Also brandaktuelles Thema. Da ist ja der Artikel von Matthias Hawks viral gegangen. Mhm. Darauf sind wir eingegangen. Und in meinem Netzwerk im Kiez gab es zufällig eine Zukunftsforscherin. Ja. Spannend. Das werde ich mir anhören. Super. Das freue ich mich. Vielen Dank, Marco. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinem Café, deinem Mitarbeiter alles, alles Gute. Ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht, dass ihr schnell wieder zurückkommen könnt in euer Business, dass aber auch das neue Business, was ihr gestartet habt, weiterläuft, weiter aufblühen wird. Und Dankeschön. Alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Danke auch von meiner Seite aus an alle Politiker, die gerade dafür kämpfen, dass wir Unternehmer Unterstützung kriegen. Alles klar. Gut. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüssi.